Meine Lieben, hallo, das schön, dass ihr wieder da seid. Oh Gott, ich bin schon total verwirrt. Es geht schon total verpeilt los, das Video. Nein, und zwar heute drehen wir ein Video über Kindernamen. Und ja, warum über Kindernamen? Ganz einfach, weil eine Abonnentin in Instagram hat mir den Vorschlag gemacht, das Video abzudrehen und wollte einfach mal wissen, wie ich eigentlich auf die Namen kam. Und ja, das habe ich mir mal überlegt, ob ich das Video mache oder nicht. Und ja, so wie es aussieht, drehe ich es dann gerade ab. Ich rede heute ein bisschen blöd, ne? Egal. Das Wetter, das macht mich total... Egal. Ja, ich mache heute einfach das Video und ja... Keine Ahnung. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir weitere Videovorschläge... Vorschläge? Heißt es so? Egal. Also, wenn ihr mir weitere Anregungen zukommen lassen würdet, ob Instagram, Facebook, YouTube, egal, was euch einfällt, was ich für Videos machen kann, das könnt ihr mir gerne sagen. Das ist, ja... Ich versuche alles irgendwie umzusetzen und komme gerne euren Wünschen nach. Ihr könnt mir auch gerne schreiben und ich schreibe dann auch zurück. Und ja, deshalb gerne, gerne nehmt mit mir Kontakt auf. Nicht, dass ich zu viele Leute um mich rum hätte, aber ja, wenn ihr wollt, wie gesagt, lasst euch was einfallen. So, kommen wir zu den Namen. Genug drumherum geredet. Wir fangen bei Nummer 1 an. Und zwar ist es meine Tochter. Die Lea Sophie. Wie kam der Name zustande? Einfach kurz und bündig ist mir eines Nachts eingefallen. Ja, ganz schlicht und ergreifend. Ich lag nachts im Bett, war mit ihr noch schwanger und wusste allerdings nicht, dass es... Also ich hatte keine Bestätigung vom Arzt, dass es ein Mädchen wird. Also ich hatte es aber im Gefühl, dass es ein Mädchen wird, weil sie lag immer so, dass man es halt... blöderweise nicht sehen konnte. Bis zur Geburt wusste ich nicht, was es wird. Und da ist mir der Name einfach eingefallen. Ich bin aufgewacht und hatte den Namen im Kopf, Lea Sophie. Und ja, ich hatte Glück, es ist ein Mädchen geworden. Und ja, deswegen der Name. Der zweite im Bunde, David Lee Jr. Eigentlich auch ganz simpel und einfach. Mein Freund heißt David und der Opa von ihm heißt David und der Uropa von ihm heißt David und es sollte irgendwie in der Familie bleiben und deswegen David Lee Jr. und Junior einfach deswegen, weil es der Sohn ist, der Junior, ne? Und mein Freund Amerikaner ist und deswegen alles ein bisschen amerikanisch in den Namen. Der dritte im Bunde, Amon Brian Michael. Ja, Amon, das ist, habe ich irgendwann mal, ja, in einem Film gehört, den Namen, und fand den auf Anhieb total schön. Brian, weil es meinem Freund gefällt. Also der Name war schon immer Thema, den wollten eigentlich schon beim ersten, aber da habe ich mich durchgesetzt, weil ich fand ihn nicht so schön, aber ja. Brian haben wir dann dazu genommen und Michael ist so ein Gedächtnisname. Also Michael, eigentlich Michael, weil mein Schwager vor ein paar Jahren gestorben ist an Krebs und es war ein ganz wichtiger Mensch für uns. Und ja, leider durfte er den Kleinen nicht mehr kennenlernen. Ja, er ist ganz früh gestorben, da war ich noch ganz früh schwanger und ja... Deswegen Michael als Gedächtnisname. So, jetzt muss ich überlegen. Oh mein Gott, nein, Quatsch. Der Jüngste im Bunde, Tyrone Herschel. Ja, es ist, wie ist der zustande gekommen? Tyrone kam, ich muss ehrlich sein. Also... Ich habe ihn erst in einem Musikvideo gehört von einer diversen Band. Ist egal. Also, die haben es in irgendeinem Musikvideo mal erwähnt. Tyrone, ihr könnt ja mal nachforschen, was für eine Band das war oder was für ein Lied das war.
Es war auf jeden Fall mal letztes Jahr, glaube ich, ganz, ganz hoch im Kurs. Es lief überall rauf und runter. Und es war aber nur in dem Musikvideo zu hören, der Name. Vielleicht könnt ihr mir ja schreiben, wenn ihr es rausbekommen habt, welche Band, welche, ja, welches Lied ich meine. So, Tyrone, wie gesagt, Musikvideo, ja. Und dann hatte ich mal eine App auf dem Handy und da konnte man so Namen schütteln sozusagen. Es war so ein Baby-Namensfinder und da habe ich den Namen geschüttelt sozusagen. Ich habe mein Handy geschüttelt und dann stand das irgendwann auf meinem Handy Tyrone. Und deswegen habe ich dann gesagt, wow, Tyrone, das muss auf jeden Fall, das geht gar nicht anders. Und ja, Herschel. Ich weiß nicht, ob jeder oder ob ihr die Sendung kennt. Ich bin ein absoluter, absoluter Walking Dead-Fan. Und ja, in der Serie, da war ein älterer Mann und er hieß Herschel. Und ja, der Name hat mir gefallen und ja. Meinem Freund hat er auch gefallen und deswegen der Name Tyrone Herschel. Tada! Gut, das waren alle. Ich hoffe nicht, dass jetzt noch was dazu. Nein, Quatsch, es kommt nichts dazu. Vielleicht irgendwann nochmal in ein paar Jahren. Ja, dann vielleicht nochmal. Aber da lassen wir uns noch ganz, 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 ganz viel Zeit, weil vier Kinder. Reichen erstmal. Gut. Wir wären soweit jetzt auch fertig. Ich hoffe, bei euch ist genauso schönes Wetter wie bei uns. Und wir gehen morgen mit den zwei Großen in ein Spaßbad, Erlebnisbad. Und da werde ich ein paar Fotos machen und euch via Instagram auf dem Laufenden halten. Ja. Demnächst kommt dann ein Video von meiner Nagellacksammlung, weil ich habe in letzter Zeit so viele Lacke eingekauft und es hat sich ganz schön was angesammelt, Leute, das muss ich sagen. Also es ist, glaube ich, sehenswert. Es ist, glaube ich, ganz interessant, was sich da so angesammelt hat. Und bevor ich hier weiter so sinnloses Zeug rede und ich hoffe nicht, dass das Video unnötig war, werde ich jetzt das Video auch beenden. Und ich habe leider den Namen vergessen von der oder dem Abonnenten, Abonnentin, der mir oder die mir den Videovorschlag gemacht hat, also zu diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und jetzt weißt du auch, wie ich zu den Namen gekommen bin. Und ja, ich würde mich freuen, wie gesagt, wenn ihr mir weitere Anregungen zukommen lasst. Und wünsche euch damit noch einen ganz schönen Tag. Tschüss.